herzlich willkommen im Wald. Da ja Winter die Holzeinschlagszeit ist, könnte es passieren. Ja, genau das. Ich habe leider einen Zeitplan und muss mich an den einigermaßen halten. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt auch mit Säge im Hintergrund trotzdem so aufnehmen, wie das jetzt an dieser Stelle entsprechend geplant ist. Ne? Sägen im Wald gehört eben auch dazu. Das ist in unserem deutschen forstlich geprägten Wald halt auch eine wichtige, normale Komponente, die man vielleicht nicht unbedingt haben möchte, die aber zwingend auch dazu gehört und auch wichtig und richtig und gut so ist. So, trotzdem zum Thema und damit herzlich willkommen zum Adventskalender in diesen Türchen. Ausnahmsweise mal zwischendurch, insgesamt nur zweimal im Adventskalender, ein bisschen Ausrüstung. Das hier habe ich mir jetzt selber zu vor Weihnachten geschenkt, also quasi zum Nikolaus. Und es handelt sich um ein Zelt zum Liebhaben oder für Leute, die tatsächlich jung sind und eher einen kleinen Geldbeutel haben zum Beispiel oder nicht jung sind und trotzdem einen kleinen Geldbeutel haben, weil zu viele Mäuler zu stopfen oder was auch immer. Kostenpunkt circa 40 Euro. Erweiterte Ausführung auch für richtig schlechtes Wetter, also kurzfristig richtig schlechtes Wetter. 2 Wochen bei richtig schlechtem Wetter mit dem Ding unterwegs sein, würde ich nicht empfehlen wollen. Aber für ein kurzfristiges, wirklich, wirklich, wirklich verregnetes Nachtereignis und auch mal 2 Tage mit wirklich miesem Wetter reicht es dann auch noch, wenn man es etwas erweitert. Und dann sind wir bei etwa 60 Euro ungefähr. So, und wer dann keine Lust hat, schwer zu schleppen, der kann nochmal für weitere 10 bis 20 Euro maximal die Heringe austauschen, sofern er nicht sowieso schon Heringe daheim rumliegen hat. Oder alternativ für gar kein Geld, man schnitzt sich einen Satz leichtere Heringe, das macht auch Spaß und spart dann auch nochmal einen Haufen Gewicht und dann erreicht man auch tragbare Gewichte. Der Sack, so wie er ausgeliefert wird, zumindest so wie ich ihn bekommen habe, und es handelt sich um gebrauchte Militärausrüstung oder um alte Militärausrüstung. Gebraucht ist immer relativ. Gebraucht würde ja bedeuten, das ist wirklich benutzt worden. Und teilweise bekommt man noch aus Militärbeständen verschiedener Armeen eben auch Sachen, die mal zu viel produziert wurden, über Jahrzehnte eingelagert waren und man dann irgendwann festgestellt hat, dass man das eigentlich gar nicht mehr braucht und dann für einen Appel und ein Ei auf den zivilen Markt rausgekloppt hat. Und um Letzteres handelt es sich hierbei. Nichtsdestotrotz kann die Ausführung und die Qualität variieren, weil manche Sachen eben gut gelagert worden sind und andere Sachen weniger gut gelagert worden sind. Und es ist immer, wenn man gebrauchte Militär- und Original-Militärware, die ist ja immer irgendwo gebraucht. Mal mehr, mal weniger, mal neuwertige Lagerware, die dann trotzdem eben quasi als Gebrauch zählt und jedes Mal gilt, es ist ein bisschen Lotto dabei, was man kriegt. Also die Qualität dessen, was man kriegt, mag variieren. So, also, dieser Sack wird so in diesem Zustand, wurde der mir ausgeliefert, beziehungsweise ich habe ihn jetzt ein paar Mal ein- und ausgepackt und bin mir nicht sicher, ob der jetzt genau so ausgesehen hat, aber dieser Sack ist Gegenstand Nummer 1 im Lieferumfang und in dem Sack drin befindet sich dann, also zunächst mal der Sack selber. Wer nochmal Gewicht sparen möchte, kann den Sack hier auch daheim lassen. Der Sack allein, ich schätze mal, der wiegt, ich habe den jetzt nicht genau gewogen, aber mindestens 100, 150 Gramm irgendwo dazwischen wird der Sack wiegen. Der Sack hat sogar noch ein paar Bonus-Features, nämlich er hat eine Gebrauchsanweisung und die ist französisch
Und spätestens an dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass es sich hierbei um ein französisches Soldatenzelt handelt. Meins ist Baujahr 1994. Das heißt, die sind wahrscheinlich inzwischen ausgemustert oder zumindest haben sie noch irgendwelche moderneren aus besserem Material. Ich habe keinen Schimmer. Ich spreche überhaupt kein Französisch. Daher hat sich das Thema Internetrecherche ein bisschen schwierig gestaltet. Die Gebrauchsanweisung hat mir meine Frau schnell übersetzt. Aber ich hätte es auch sonst auch aufstellen können. Also mehr oder weniger steht hier drauf, dass man nicht hineinspringen soll. Nein, ich weiß, dass im Schwimmbad, bei uns daheim im Schwimmbad, da steht, das wird jetzt komplett falsch ausgesprochen sein, aber da steht, für einen Deutschen steht da Plongeon interdit. Neben dem Schild mit Einspringen verboten. Und dann bin ich davon ausgegangen, dass Plongeon interdit wohl so viel wie Einspringen verboten heißt. So, da meine Frau Französisch kann, hat sie mir das übersetzt und das stimmt, das heißt das tatsächlich. So, und hier steht La Vague en Machine interdit. Oder Machine. Ja, ich vermute mal, man soll das Teil nicht in der Maschine waschen. Und so viel zum Thema Gebrauchsanweisung. Ja, aber eine Gebrauchsanweisung, damit der Soldat auch nach Vorschrift das Teil aufbauen kann, ist tatsächlich integriert. Die lässt sich hier übrigens auch nicht rausnehmen. Der Zettel ist fest verschweißt, man müsste das aufschneiden. Wenn man den raushaben möchte, dann spart man noch mal ein paar Gramm Gewicht, für wen das interessant ist. Und ansonsten hat der Sack hier noch so eine Extra-Tasche. Diese hier, also eine Tasche in der Tasche, da soll rein das Gestänge. Das passt da auch rein, muss ich jetzt glaube ich nicht groß vormachen. Womit wir beim Thema wären, das Gestänge wurde in meinem Fall sogar noch mit einem Gummi geliefert. Das sind zwei, drei Stangen-Dinger. Die haben innen drin noch so eine Gummistrippe, dass die sich quasi mehr oder weniger selber zusammenbauen. Ähnlich wie modernes Zeltgestänge. Das ist also relativ cool und wirkt auch ziemlich hochwertig. Oben ist noch ein Nopselchen, damit man da nichts kaputt macht im Zelt. Und unten gibt es noch einen Fuß, damit die Teile nicht im Boden einsinken. Der Fuß, das ist irgendein hartes Plastik. Kann mir schon vorstellen, dass der irgendwann mal kaputt geht. Da muss man sich halt ein Hölzchen drunter legen oder irgendwas anderes einfallen lassen. Und je nach Boden ist Einsinken vom Stock sowieso kein Thema. Ne? Ja, aber das jedenfalls sind die Stangen. Die wiegen 200 Gramm circa. Ich habe es nur mit der groben Waage gewogen. Also Omas alte Küchenwaage. Aber circa 200 Gramm pro Stange. Alternativ kann man selbstverständlich, was heißt selbstverständlich? Selbstverständlich ist das nicht, aber es geht wunderbar. Man kann alternativ auch Trekkingstöcke verwenden und wie man sehen kann, die passt gerade so ins Bild. So eine Stange ist nicht besonders lang. Ich weiß nicht, was die hat, einen Meter vielleicht. Ungefähr einen Meter. Habe ich nicht ausgemessen. So, also die zwei Stangen im Lieferumfang enthalten, ebenfalls im Lieferumfang enthalten, wenn man Glück hat, aber ich gehe mal davon aus, dass das schon meistens so sein wird, ist dieser Sack Heringe. Und was ihr jetzt nicht sehen könnt, was ich euch erzählen muss, ist, die sind saumäßig schwer. Das sind die schwersten Heringe, die ich je gesehen habe. Also wirklich, wirklich, wirklich schwer. Und allein die Heringe für das Zelt wiegen ein Kilo. Ein Kilo 50 genau genommen. Und mit Beutelchen. Und wenn man die halt gegen modernere, leichtere Heringe oder selbstgeschnitzte Heringe austauschen möchte, dann spart man 900 Gramm, sage ich jetzt mal, von diesem Kilo wieder ein, je nachdem was für Heringe. Allerdings braucht das Zelt relativ viele Heringe, wenn man es dann korrekt aufstellen möchte. Die mitgelieferten, qualitativ ist da überhaupt nichts auszusetzen. Das ist ein Stahlhering hier mit diesem spannenden Haken, damit kriegt man sie auch gut wieder aus dem Boden, indem man einfach einen anderen Hering nimmt. Und macht diesen und kann sie dann wunderbar rausziehen. Nicht angespitzt zwar, aber eben durch diese Form gehen die gut in den Boden und man kann die, dadurch, dass die unzerstörbar sind, quasi auch hämmern, wenn man das dann möchte, mit einem Stein, mit einem Ast, mit was auch immer. Davon gibt es insgesamt, Moment, ich zähle, 16 Stück und ein dankenswerterweise Ersatzhering. Der ist wahrscheinlich dafür da, damit man die dann auch rausziehen kann, weil wenn man keine mehr hat, man kann auch 16 verbauen. Also das ist auch die Anzahl, die das Zelt für maximale Abspannung wirklich auch
brauchen würde ich nicht sagen, aber man kann alle 16 verbauen. So, und dann kommt das eigentliche Zelt zum Vorschein. Das kann man entweder in so einer Rolle natürlich rollen, das kann man auch ein bisschen enger rollen, dann ist die Rolle entsprechend dicker. Zum Größenvergleich dient jetzt mal mein Kopf und hier dieser Rucksack. Heißt, wenn man das da reinstopfen möchte, jetzt ohne Packsack und ohne alles Weitere, dann guckt es noch ein bisschen oben raus. Ne? Ist also schon ein Paket, ja, das ist es schon. Aber andererseits, das ist jetzt auch nicht unmöglich. Also man kann das schon definitiv an den allermeisten Rucksäcken transportieren. Dann wiegt dieses Bündel, das man dann noch mitnehmen müsste, inklusive der Schnüre, die dran sind, plus minus 2 Kilo. Ich denke, auch da wird eine gewisse fertigungsbedingte Schwankung von plus minus 100 Gramm sicherlich irgendwo dabei sein. Und es hängt natürlich davon ab, wie nass oder wie trocken das Ding gerade ist. Meins ist jetzt leicht nass, weil es ein paar Tage im Garten stand, weil ich mal testen wollte, was passiert, wenn man es ein paar Tage in den Garten stellt. Nichts passiert, gar nichts. Spannung bleibt erhalten und steht genauso da, wie man es aufgebaut hat. Interessiert das Ding überhaupt nicht, ob es ein paar Tage steht oder nicht. Ganz anders als bei den modernen Silnylon, selten, die hängen dann irgendwann durch ohne Ende. Insbesondere wenn es zwischendrin ein paar Mal geregnet hat und die Temperatur ein paar Mal gewechselt hat. So, zum Aufbau. Zum Aufbau, der ist denkbar simpel. Es handelt sich hier eben um ein altes Zeltdesign, sehr klassisch. Ich würde behaupten, das Ding ist ziemlich robust vom Material her, aber damit man halt bequem liegt, schadet es nicht, wenn man den Waldboden ein kleines bisschen vorher auf Stöckchen und Ähnliches untersucht. So wie ich es jetzt gewickelt habe, einfach ausrollen und dann liegt es da. Jetzt muss man es noch auffalten. Das ist schon das ganze Zelt. Es gibt also kein separates Innenzelt. Das ist eine Einwandkonstruktion, kein doppelwandiges Zelt. So, und jetzt kommt der spaßige Teil, nämlich die Heringe sind so schwer, die kann man wurfmesserartig, wurfnagelmäßig in den Boden schmeißen. Überall da. Na gut, das hat jetzt nicht funktioniert, wo man welche haben möchte. So, jetzt hat es hier noch Abspannmöglichkeiten. Also ihr seht diesen Lappen, den kann man noch abspannen. Das sollte man auch tun, um dem Ganzen mehr Stabilität zu verleihen. So, das Ding steht jetzt nicht perfekt, das ist dem Gelände geschuldet. Es ist nämlich nicht direkt wirklich ebener Untergrund, sondern eine leichte Hanglage. Also hier ist oben, andere Seite ist ein bisschen tiefer. Und mit dem unebenen Waldboden bekomme ich das jetzt erstmal nicht besser hin. Wenn man das noch besser haben möchte, dann muss man halt einen besseren Stellplatz finden. So, über das. Hallo, das ist der Eingang, also einer davon. Auf der anderen Seite gibt es natürlich nochmal genauso einen. Ja, zur munteren Innenraumdokumentation. Also Platz für einen Ben. Der kann hier drin auch einen gewissen Teil von Aerobic machen. Und ja, das geht eigentlich ganz gut. So, wenn es jetzt nicht so eine Schräglage wäre und ich es noch ein bisschen besser abgespannt hätte, müsste ich jetzt für optimale Spannung, damit hier wirklich gar nichts durchhängt, müsste ich dann noch ein kleines bisschen nacharbeiten. Ja, zunächst mal, es gibt an Features diesen 3-Türen-Reißverschluss.
Das funktioniert folgendermaßen. Tada! Tada! Und na, naja, fehlende Spannung, ne? Mit zwei Händen ist es dann kein Problem. Und jetzt kann man zum Beispiel, wenn das hier die windabgewandte Seite ist, hier die Türen so ein bisschen offen lassen und hat dann noch zusätzliche Belüftung. Man kann es natürlich auch komplett aufmachen. Dann hat man noch viel mehr zusätzliche Belüftung. Wenn man zulässt, dann hat das Teil immerhin da oben den einen Lüfter, beziehungsweise auf der anderen Seite ist genau nochmal identisch, mit Antimückengewebe. Das heißt, das Zelt ist ziemlich mückendicht, weil halt eben bei verschlossen tatsächlich dann die Viecher auch draußen bleiben müssen. Leider gibt es keine Option, richtig toll zu belüften, indem man hier die Tür aufmacht und gleichzeitig die Viecher draußen zu lassen. Also für mückendicht muss die Tür zu sein. Und an Belüftung steht dann nur noch das kleine Fensterchen zur Verfügung dafür. Und das ist ein Zwei-Mann-Zelt und jeder hat halt sein eigenes Türchen sozusagen, um rein und raus zu kommen. Gleichzeitig ist das auch natürlich damit ein relativ gut windgeschütztes Zelt. Oben zieht ein bisschen die Luft durch. Da oben dürfte es einen auch nicht großartig stören. Im Idealfall zieht sie da rein, zieht hier entlang. Und da hinten durch, da habe ich jetzt die Tür offen, aber theoretisch wäre da auch wieder Mückennetz und dann könnt ihr die Luft da wieder rausziehen. Das ist also grundsätzlich kein ganz mieses Belüftungskonzept. Im Gegenteil, das ist sogar relativ gut für so ein einfaches A-Zelt. Ne? Dieses klassische Zeltdesign von vor 26 Jahren im Fall von diesem Ding. Das ist nämlich Baujahr 94. So, und außerdem hat man sich damals schon gedacht, das reicht noch nicht zur Belüftung. Wir bauen hier noch diese Seitenbelüftungsschlitze ein, auch mit Mückennetz ausgestattet. Und das halte ich für ziemlich genial, weil damit ist das rein vom Belüftungskonzept her erstaunlich modern und hat erstaunlich viel Belüftungsmöglichkeiten für ein Zelt für den einfachen, also für zwei arme Wurstsoldaten. Wie gesagt, wer das besser weiß, der mag es bitte gerne in die Kommentare schreiben. Also auf beiden Seiten diese Belüftungselemente. Das ist schon wirklich ziemlich, ziemlich genial. Also Länge, ich liege jetzt so, dass ich mit den Beinen fast unten anstoße und würde mit dem Kopf, hallo, ebenfalls fast oben anstoßen. Ne? Also das hat 2,07 Meter, glaube ich, auf dem Papier, Maximallänge, irgendwie sowas. Und ich bin 1,89 Meter, mit Hut ein bisschen mehr, mit Schuhsohle auch noch ein bisschen mehr. Ich passe gut rein, aber viel größer als ich sollte man dann auch nicht sein. Ich denke mal, wirklich absolute Maximallänge, damit man die Füße noch bequem ausstrecken kann. Ne, seht ihr, man streckt ja die Füße normalerweise aus und liegt nicht so da. Na, da hätte man schon noch ein paar mehr Zentimeter, sondern eben so. Ja, und damit man das noch machen kann, bequem, ohne mit dem Schlafsack an die Wand zu stoßen, was schlecht wäre, weil die wird ja nass, kondenswasserbedingt. Also zumindest kann sie nass werden, eben je nach Nacht. Dann wäre, glaube ich, bei 1,90, 1,95 maximal Schluss. Es sei denn, man will hier alleine drin liegen, dann kann man natürlich diesen machen und dann hat man entsprechend mehr Platz, weil die Diagonale natürlich dann nochmal eine Ecke länger ist. Ne? Das ist hoffentlich selbsterklärend. Zu zweit, naja, dadurch, dass die Wände hier an der Seite relativ hoch sind, würde ich sagen, das geht. Also ich würde mich hier mit Frau auch zu zweit mal für eine Nacht reintrauen, langfristig gesehen. Es kommt eben darauf an, wie groß die Personen sind, die hier zu zweit drin hausen möchten. Aber langfristig gesehen ist es sicherlich für zwei relativ kuschelig, zumal es keine Absiden gibt. Ne? Also wenn du die Tür aufmachst, bist du halt direkt draußen. Und wenn es ordentlich regnet, dann wird es vor der Tür direkt auch sofort nass. Und wenn man die Tür aufmacht, könnte es theoretisch auch reinregnen. Ich würde also empfehlen, ein Handtuch oder Ähnliches noch mitzuführen, damit man, wenn man einen Wassereinbruch hat, durch bei Starkregen mal eben raus müssen zum Beispiel, dass man dann eben das Wasser auch wieder aufwischen kann.
So, zum Material, der Zeltboden, das ist ein ähnliches Zeug wie quasi der BW-Poncho. Das ist also wirklich sehr, 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 sehr robust, dürfte auch sehr, sehr wasserdicht sein. Jedenfalls habe ich es nicht hingekriegt, dass da irgendwas durchgegangen ist. Das finde ich schon mal top und das Ding hat einen Boden. Das ist für diese Militärzelte ja keine Selbstverständlichkeit. Die Bundeswehr hat keinen Boden, die Österreicher haben keinen Boden. Boden, die Franzosen zumindest mit diesem Modell haben schon einen. Dann, wenn wir uns die Eckchen angucken, stellen wir fest, da gibt es keine Taschen. Es gibt auch in jeder anderen Ecke keine Tasche und es gibt übrigens auch keine Leine, die hier entlang geht. Man könnte sich mit etwas handwerklichem Geschick da natürlich noch irgendwie was festnähen und dann eine Leine installieren, die hier einmal durchgeht, damit man im Giebel halt noch Zeug zum Trocknen aufhängen kann. Das wäre so eine kleine Verbesserungsidee. Ebenfalls, wer da Spaß am Basteln hat, kann sich natürlich da in den Ecken noch irgendwelche Taschen festmachen. Da muss man halt aufpassen, dass man mit den Nähten nicht das Material großartig sonderlich undicht bekommt. Andererseits, an der Stelle wäre es nicht so schlimm, weil drüber befindet sich ja dieses kleine Dächlein, was da außen ist, was auch dafür sorgt, dass es eben nicht ins Mückennetz reinregnet. Das ja noch ein kleines Detail ist das hier. Das kann man auch zumachen. Das hat einen wirklich sehr, sehr gut hebenden Klettverschluss. Und wenn man das zumacht, dann geht da auch kaum noch Wind durch. Und dann ist man insgesamt auch sehr windgeschützt im Zelt. Also wenn es richtig kalt werden sollte, dann ist es also auch eine Option, die Belüftung zu minimieren. Dann bleiben aber nur noch das da und auf der anderen Seite das Äquivalent bleiben dann noch offen. So, zur Sitzhöhe, das seht ihr jetzt hier. Ich sitze jetzt ziemlich aufrecht und ziemlich bequem, hab den Hut auf, stoß jetzt aber an der Decke auch an. Ja, also, das ist mir nicht möglich ohne jeglichen Deckenkontakt. Das kann man schon mal kurz eben machen. Das tut jetzt die Stabilität des Zeltes nicht irgendwie großartig beeinflussen. Toller Satz, das tut nicht. egal, jedenfalls, wenn ich jetzt locker hocke, ich bin jemand, der gerne, wenn ich in Schneidersitz hocke, hocke ich meistens mit dem krummen Rücken da. Und wenn ich das regulär so tue, wie ich das immer tue, dann kriegt ihr mit, ne? Dann habe ich hier auch tatsächlich Kopffreiheit. Auf die Dauer ist das natürlich für den Rücken nicht gut, aber es geht ja auch nur um mal eben kurz ein bisschen hocken. Die meiste Zeit wird man in diesem Zelt tatsächlich liegend wohl verbringen. Nö, aber es geht. Sitzhöhe ist soweit gegeben. Wenn man hier zu zweit drin ist, dann müsste man halt eben entsprechend hintereinander sitzen, damit beide den Giebel auch ausreichend nutzen können, um dann die nötige Sitzhöhe für den Kopf zu haben. Im Zelt kochen geht natürlich nicht, weil es keine Apsis hat. Man kann vorm Zelt kochen, das heißt, ich hocke jetzt hier und könnte mir jetzt hier mein Süpplein machen. Und wenn der Regen von irgendeiner signifikant anderen Richtung kommt, dann funktioniert das auch, ohne dass es reinregnet. Und Kamerad könnte dasselbe auf der anderen Seite theoretisch tun. Ja, also soweit eigentlich fast alles da. Was man sich so wünscht, ist halt ein bisschen, ist halt kein unnötiger Luxus, also was heißt unnötig, ne? Kein zusätzlicher Luxus vorhanden. Ja, zum Material insgesamt muss man sagen, das ist wahrscheinlich Polyurethan beschichtetes Polyester. Prima Qualität, also wirklich gut verarbeitet vom Material selber. Die Nähte sind überwiegend auch sehr, sehr in Ordnung, die man hier jetzt hoffentlich halbwegs scharf erkennen kann und in Ordnung. Ja, nicht unglaublich toll, ich habe keine Ahnung wie, unter welchen Bedingungen die Dinger damals produziert wurden, also in Ordnung trifft es ganz gut, aber das muss einem klar sein, die Nähte sind nicht abgedichtet. Ja, da fehlt ein Film von wasserdichtem Material, der eben die Löcher durch die Stiche beim Zusammennähen des Zeltstoffs wieder abdichtet. Man müsste also hier mit so einem Silikon zum Beispiel Abdichter. Ich hoffe, der funktioniert auch bei Polyester. Wenn nicht, einfach mal schauen, beziehungsweise ich schreibe es euch unten hin, was da das ein Beispiel für ein geeignetes Mittelchen, was da funktionieren würde, schreibe ich euch gerne unten hin. Ich mache das auch noch, muss ich noch irgendwann nachholen. Damit kann man dann hier entlang pinseln und dann sind die Nähte eben entsprechend auch abgedichtet
und dann regnet es da auch nicht mehr rein. Und Nahtabdichter, wenn man hier wirklich jede Naht drin abdichten möchte, das ist die Frage, ob man das möchte, aber theoretisch könnte man jede Naht abdichten, dann wäre das ungefähr wahrscheinlich Nahtabdichter im Wert von 20 Euro, den man hier noch verteilen müsste. Und man muss halt Spaß dran haben, die notwendige Liebe aufzubringen, die notwendig ist, um das dann halt wirklich, wirklich, wirklich dicht zu bekommen. Aber so in dem Zustand, wie es jetzt ist, kürzere, kleinere Regenschauer hält es auf jeden Fall aus. Nur bei intensiverem Dauerregen wird es dann irgendwann problematisch. So, Versuch einer kurzen Zusammenfassung mit nochmal der Nennung von Vor- und Nachteilen. Also, im Vergleich zu einem modernen Zelt ist das Ding schwer. Selbst wenn man es Gewicht optimiert, dann bleibt es immer noch bei 2,3 Kilo ungefähr mit Heringen und eben dem Zelt selber. Das kriegt man dann nicht noch weiter runter, es sei denn, man schnitzt sich jeden Abend selber Hering, da muss man gar keine mitnehmen, dann ist man bei 2 Kilo. Das kann man zwar durchaus tragen, das ist aber für ein eher ein als zwei Personen Zelt nicht besonders super. Da gibt es auch welche, ich sag mal, die Top-Modelle um die 800 Gramm. Wenn man jetzt nicht gleich in den Dynema-Bereich geht, dann ist man bei 500 Gramm, wenn es ganz extrem wird. Aber auch ein günstiges, nicht allzu Top-Modell wird man in der Größenkategorie für um die 1,2, 1,3, 1,4 Kilo sowas um den Dreh ungefähr finden. Und da sind dann wahrscheinlich schon Stangen und Heringe und so weiter und so fort mit dabei. Also es ist schwer. Andererseits hat das auch einen Vorteil, nämlich das Material ist nicht deswegen super robust, weil es neu ausgetüfteltes Hightech-Schieß-mich-tot-Dreckszeug ist, in Anführungszeichen. Na, ich stehe ja auf diesen Hightech-Kram, so ist das ja nicht. Aber das ist einfach deswegen robust, weil es einfach dick ist. Also Robustheit, wie man ohne großer Materialtechniker sich vorstellen kann, dass das einfach halten muss, weil es einfach eine dicke, feste Plane ist. So gummiartige Struktur, insbesondere der Boden, Poncho-artiges Gewebe von Militärponchos, man kennt das ja, das dürfte ziemlich genau sowas in der Richtung sein. Das ist wirklich sehr, sehr stabil. Also ich glaube nicht, dass man das nennenswert kaputt bekommen kann, wenn man sich nicht ganz, ganz große Mühe gibt und sich ganz, ganz, ganz blöd anstellt. So gesehen wird das noch sicherlich sehr, sehr lange halten. Und das ist ein weiterer großer, großer Vorteil. Das hebt ja jetzt bereits schon sehr, sehr lange. Das Ding sieht also wirklich noch super aus, stinkt in meinem Fall noch nicht mal sonderlich. Also ich habe es jetzt eine Weile am Lüften. Jetzt riecht man fast gar nichts mehr. Also nur so einen ganz, ganz leichten Geruch, aber den habe ich selbst noch in meinem Akto. Das ist mein bisher am meisten genutztes altes Zelt. Also das ist wirklich nicht weiter dramatisch. Und es liegt 27 Jahre in der Gegend rum, weil das hat noch nie einer ausgepackt. Selbst die Schnüre waren ja noch nicht angebracht, die musste ich selber noch dran festmachen, beziehungsweise vielleicht ausgepackt, ja, aber aufgestellt hat das jedenfalls noch nie jemand. Und außerdem, ich mag die Farbe, ja, die Verarbeitung ist wirklich, wirklich sehr in Ordnung. Kann man ganz gut auch mal irgendwo zwischen ein paar Tannen, einer Tannenverjüngung und so weiter und so fort, wenn man das da aufstellt, das findet kein Mensch. Also das ist dann wirklich, wirklich schön versteckt. Und jetzt gut im Herbst hebt sich natürlich vom Laub, frisch belaubten Boden ordentlich ab. Aber wenn dann Vegetation da ist oder eben speziell in irgendeinem kleinen Nadelwäldchen, da lässt sich das, glaube ich, schon wirklich, wirklich gut verstecken. Außerdem mag ich diesen klassischen A-Aufbau. Ja, das ist einfach wie damals. Da fühlt man sich schön nostalgisch. Das macht einfach Freude. Das ist so ein bisschen ein Zelt für die Seele, zumindest was mich angeht. Macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Ja, ich hab ja selber auch effizientere Zelte. Ganz klar, ich würde mit dem Ding jetzt auch nicht durch Norwegen latschen wollen oder sowas. Aber für hier in Deutschland, warum nicht? Übrigens noch der rechtliche Hinweis, Zelten im Wald ist in allen Bundesländern mindestens genehmigungspflichtig bis verboten. Übrigens ein Zelt mal einfach nur eben aufstellen zu Testzwecken und weil man gerade gar nicht übernachten möchte, sondern weil man einfach nur einen schönen Unterschlupf haben möchte und einen lustigen Nachmittag im Wald verbringen möchte, auch verboten. Das Aufstellen eines Zeltes ist verboten, nicht das Übernachten in einem Zelt. Also das auch, weil dafür muss man es ja aufstellen. Ne? Aber das nur am Rande angemerkt. Damit mir keiner hinterher sagt, ich hätte es nicht gesagt. Ja,
Für ein Einwandzelt gute Belüftung. Dass es ein Einwandzelt ist, das ist halt so. Das ist streng genommen, also ich mag Doppelwandzelte schon lieber und ich habe da auch gute Gründe für, weil das einzige Argument, weshalb ein Zelt einwandig sein sollte, besteht höchstens darin, dass es dann halt eben leichter ist. Und da dieses Ding in jedem Fall nicht leicht ist, kann man das schlecht als Argument bringen. Drum ist das eigentlich ein Nachteil, aber dafür ist die Belüftung dann wenigstens gut. Noch eine Kleinigkeit, die wirklich noch cool gewesen wäre, wäre zumindest, wenn man eine Tür aufmachen könnte und dann da sich noch ein zusätzliches Mückennetz irgendwo verbirgt. Dass man also pro Seite eine Tür aufmachen kann und dann ist noch ein Mückennetz dahinter, damit zwar Luft reinkommt, aber eben nicht Viecher. So muss man es ja bis auf sämtliche Lüftungsöffnungen komplett zumachen, wenn man dann im Sommer halbwegs Ruhe vor Mücken haben möchte. Übrigens, das Mückennetz, das habt ihr im Video nicht gesehen, das ist ein kleines bisschen weitmaschig. Könnte sein, dass da Mitches, Schottland, ne? Mitchies, so heißen sie, Fruchtfliegen, die stechen können, ganz, ganz widerliche Biester, gibt es auch in anderen nördlichen Ländern, die könnten da sogar noch durchkommen. Ist also vielleicht auch nicht unbedingt ein Skandinavien, Grönland, Schottland und so weiter Zelt. Eher nicht so, auch wenn es sicherlich möglich ist, damit zurechtzukommen. Ja? Aber bisher steht es auch ziemlich sturmstabil durch die vielen 16 Abspannpunkte, wo man Heringe anbringen kann. Und die Strippen, die beiliegend sind, sind auch super. Die haben auch alle so einen kleinen Schnellspanner. Wer das nutzen möchte, das ist alles super. Also da gibt's nichts auszusetzen. Qualitativ wirklich, wirklich in Ordnung. Also ich bin sehr zufrieden. Cooler Kauf für 40 Euro. Wirklich, wirklich ein spaßiges Zelt und so ein bisschen ein Produkt für die Seele, für mich persönlich, ne? Auch durch den Nachhaltigkeitseffekt, dass es jetzt halt doch noch eine Verwendung findet und nicht mehr in irgendeinem französischen Lager vor sich hin bougieren muss oder wie man das da nennt. Der kleine Hauch Rassismus in der Adventszeit. Hey, die Franzosen sind gleich da drüben, ja. Wir dürfen das, ja. Die sagen auch Ähnliches über uns. Und als ich mal im Rhein schwimmen war, was man nicht darf, haben sie auch sofort die Polizei gerufen. Und seitdem sind sie nicht mehr meine Freunde. Außer wenn ich gerade drüben bin und was von ihnen will. Nein, alles gut mit den Elsässern und uns Badensern. Das klappt schon. Bis morgen. Macht's gut.